Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte heute die alles entscheidende Frage klären: Kann man in The Elder Scrolls Online tatsächlich alles skillen? Und braucht man noch so etwas wie einen Handwerkscharakter, um die Handwerker extra zu leveln? Das wollen wir heute hier in diesem Video besprechen. Ich möchte dir heute also einige gute Gründe an die Hand geben, um auf einem Charakter eventuell doch lieber alles zu machen und vor allem auch, warum alle Handwerker auf einem Charakter wichtig sind. Das möchte ich dir heute erklären und ich möchte dir erklären, aus welchen Ressourcen, also wie viele Skillpunkte, wie viele Fertigkeitspunkte du erhalten kannst, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Das wird aber auch in Zukunft eine gute Übersicht geben und ich werde dir einmal kundtun, aus welchen Bereichen du was erhalten kannst. Zum Beispiel, wenn du Level 50 bereits erreicht hast, dann musst du deine Fertigkeitspunkte ja über andere Wege bekommen. Ja, und dazu möchte ich einmal mit euch ins Spiel springen, um euch da die ein oder andere Sache erklären zu können. Und zwar bin ich da einmal mit meinem Ausdauertempler hier für euch am Start. Ja, der Ausdauertempler, der wartet hier schon auf uns. Und ich möchte euch einfach mal ganz kurz zeigen, ihr seht schon hier, ja, was ich hier alles geskillt habe. Guckt mal hier einmal so ein bisschen durch hier. Eine Waffe habe ich geskillt, zwei Waffen habe ich geskillt, drei Waffen habe ich geskillt. Die Rüstungsarten, die habe ich alle geskillt. Hier habe ich Ausgrabungen, Spähen, Lug und Trug, die Diebesgilde, die Dunkle Bruderschaft, die Kriegergilde, die Unerschrockenen, Sturmangriff, Unterstützungskrieg bzw. Unterstützung. Dann hier meine passiven Alchemiekenntnisse, Schmiedekunst, das Schmuckhandwerk, Schneiderei, Schreinerei, Versorger und Verzauberer. Überall ist irgendwas drin und ich habe auch auf jeden Fall noch Skillpunkte übrig, habe auch auf jeden Fall nicht alle bekommen. Und warum zeige ich euch das? Na, ganz einfach, um euch die Angst zu nehmen, denn ihr habt jetzt gerade gesehen, wie viel ich allein mit diesem Charakter hier geskillt habe, der noch nicht mal alle Skillpunkte hat. Also fangen wir vielleicht mit dem ersten relevanten Thema an. Wo bekommt man Skillpunkte her? Ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und zwar bekommen wir einmal insgesamt aktuell 157 Skillpunkte von Himmelsscherben. Da oben zum Beispiel ist hier eine Himmelsscherbe, 157 kann man insgesamt durch Himmelsscherben erhalten. Man braucht immer drei Himmelsscherben für einen Skillpunkt, das heißt also 157 mal 3, das sind über, wie viel sind das, Gottes Willen, ich glaube es müssten 471 Himmelsscherben sein, die man im Spiel also finden kann. Ihr seht, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Ziemlich, ziemlich viel. Natürlich erhaltet ihr grundlegend immer 64 Skillpunkte, sowie ihr auch 64 Attributspunkte erhaltet, durch Level 1 bis 50. Warum sind das, ganz kurz an dieser Stelle hier erklärt, was ist der Hintergrund, warum sind das 64 und nicht 50? Naja, weil es ganz früher vor dem Champion-System mal ein Veteranensystem gab und da hatte man halt eben noch weitere Level sozusagen und dementsprechend kriegt man da nicht 50, sondern 64 Attributspunkte bzw. Fertigkeitspunkte mit auf den Weg, die ihr auf jeden Fall schon mal verteilen könnt. Dann haben wir DLCs. Durch DLCs bekommt man ganz viele verschiedene Sachen, aber was ganz wichtig ist, es gibt in DLCs ja Questlinien. Auch jedes DLC hat seine eigene Hauptquestlinie und auch in diesen kann man Skillpunkte erhalten. Und zwar aktuell insgesamt 72 Stück. Ich queste zum Beispiel gerade live auf Twitch des Öfteren das neue DLC Markhard. Wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt, schaltet gerne ein auf twitch.tv/alex0s. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Auch da werden wir den einen oder anderen Skillpunkt noch erhalten. Dann gibt es im PvP den sogenannten Allianzkrieg. Und im Allianzkrieg gibt es ebenfalls Level, und zwar Level 1 bis 50. Das sind die Ränge, die ihr dort bekommen könnt. Und für jeden Rang erhaltet ihr hier auch wieder einen Skillpunkt, einen Fertigkeitspunkt. Das heißt also, immer wenn ihr genügend Allianzkriegpunkte gesammelt habt, ja, ich bräuchte jetzt hier zum Level Up 462.400 Allianzpunkte, die bekomme ich durchs PvP. Und wenn ich die erhalten habe, dann steige ich einen Rang auf und kriege hier an dieser Stelle wieder einen neuen Skillpunkt, wieder einen neuen Fertigkeitspunkt. Also auch durch PvP nochmal 50 zusätzliche Skillpunkte, die ihr da letzten Endes dann erhalten könnt. Dann gibt es insgesamt, dann gibt es Gruppenverliese. Auch da gibt es einige. Wir müssen aber hier ganz klar unterscheiden zwischen öffentlichen Gruppenverliesen und
normalen Gruppenverliesen. Öffentliche Gruppenverliese sind die mit der Höhle ohne Plus, wo jeder reingehen kann mit bis zu 24 Mann und man keine Gruppe vorbereiten muss. Die sind einfach nur ein bisschen schwieriger, sind ein bisschen mehr Gegner drin. Und in diesen öffentlichen Gruppenverliesen, dort gibt es meistens ein sogenanntes Gruppenwagnis oder Gruppenereignis. Und das ist meistens ein bestimmter Boss. Manchmal muss der erst getriggert werden, um zu spawnen und so weiter und so fort. Und auch dort kriegt man Skillpunkte her. Und zwar auch hier wieder insgesamt einige, und zwar 24 Stück. Ich habe jetzt hier ein paar Verrechnungen gemacht und zwar in den DLCs gibt es ja auch einige öffentliche Verliese, also wundert euch nicht, wenn ihr selber nachrechnet und es nicht ganz übereinander stimmt, dann habe ich die Skillpunkte meist in irgendeine andere Kategorie mit reingepackt. Aber zur Übersicht hier an dieser Stelle auf jeden Fall da ein bisschen drauf achten. Dann gibt es Gruppenverliese. Ja, Gruppenverliese ganz toll wichtig. Auch hier muss man wieder unterscheiden. Und zwar gibt es Grundspielgruppenverliese und DLC-Gruppenverliese. Die DLC-Sachen habe ich mit den DLC reingerechnet. Bei den Grundspielgruppenverliese gibt es auch einige. Ja, und da kann man insgesamt aus diesen Gruppenverliesen aus dem Grundspiel 32 bekommen. Diese Gruppenverliese erkennt ihr zum Beispiel hier. Haben wir Krypta der Herzen 1 und 2. Auch da kriegen wir für die Quest, die wir zum ersten Mal machen dann, in diesem Fall, wenn wir da reinporten, jeweils einen Skillpunkt, also Krypta Herzen 1, 1, Krypta der Herzen 2, einen weiteren Skillpunkt, also zwei Skillpunkte schon aus diesem Dungeon hier. Und macht euch keine Sorgen, auf normal sind die wirklich super easy und ihr kriegt auch den Skillpunkt schon auf normal. Dementsprechend, da kommt man teilweise sogar solo durch, wenn nicht, sucht euch eine Gruppe, geht in die Gruppensuche und macht einfach den Dungeon, wenn ihr da gerne was bekommen wollt. Das ist ein sehr guter Weg, um an Skillpunkte zu kommen, vor allem am Anfang. So wie es in den DLC-Gebieten Quests gibt, wo ihr Skillpunkte bekommt, Hauptquests, so gibt es auch die allgemeine Hauptgeschichte. Die allgemeine Hauptgeschichte bekommt ihr hauptsächlich natürlich über Wege, wie zum Beispiel hier die Zuflucht und so weiter und so fort. Ja? Und da könnt ihr durch die Hauptgeschichte nochmal 14 Skillpunkte erhalten. Also auch die bekommt ihr ziemlich einfach. Ihr könnt die Hauptgeschichte übrigens einfach durchprügeln am Stück. Das geht inzwischen. Früher, als das Spiel rauskam, vor 7 Jahren ging das noch nicht. Inzwischen geht das. Ihr könnt einfach durchspielen und habt diese 14 Skillpunkte. Dann gibt es noch Base-Game-Zonen. Was sind Base-Game-Zonen? Naja, die Zonen, die von Anfang an im Spiel waren, die Grundspielzonen. Also zum Beispiel beim Altmeri Dominion haben wir der Auridon, dann haben wir Gradwald, dann haben wir Grünschatten, Malabaltor und Schnittermark. Das sind die Hauptspielzonen, die wir hier aus Auridon haben. Wir haben allerdings auch noch ein Startgebiet, und zwar Khenatis Rast. Ja, das gleiche gibt es natürlich auch für das Deutschlandsbündnis und für den Ehemärzpakt. Und aus den Orten dort gibt es natürlich zum einen Himmelsscherm, das habe ich bei Himmelsschermen reingerechnet, aber auch dort gibt es Hauptquests des jeweiligen Gebietes. Ja, das heißt also zum Beispiel, Achtung, Spoiler-Alarm, hier geht es in Auridon um die Schleiererbenkönigin. Ja, es geht auch noch ein bisschen weiter um die, nicht nur jetzt hier in dem Gebiet, aber hauptsächlich in dem Gebiet geht es um die Königin des Schleiererbes. Und durch die Hauptquest dieses Gebietes könnt ihr insgesamt, wenn wir alle Hauptquests der jeweiligen Gebiete zusammenrechnen, nochmal 50 Skillpunkte erhalten. Also richtig, richtig krass. Hättest du gedacht, dass man aus so vielen verschiedenen Quellen Skillpunkte erhalten kann? Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn du dich bisher gut informiert gefühlt hast, lass dem Video auf jeden Fall auch schon mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wie viele Skillpunkte sind es jetzt insgesamt? Habt ihr nachgerechnet? Schreibt auch das gerne mal in die Kommentare, aber ich kann es euch natürlich jetzt auch hier an dieser Stelle sagen. Und zwar, es sind insgesamt 463 Skillpunkte, die man zu diesem Zeitpunkt erhalten kann. Und das wird sicherlich noch weiter steigen mit jeder neueren Erweiterung, die mit dazugekommt. Wir bekommen ja pro Jahr immer zwei DLCs mit 4er-Dungeons, das heißt also insgesamt 4er-Dungeons pro Jahr. Das heißt also auch schon mal da 4 Skillpunkte pro Jahr. Dann haben wir die Skillpunkte aus den Hauptquests der Questgebiete, die wir aus den DLCs dazu bekommen. Und natürlich auch nochmal die Himmelsschirme, die wir da bekommen. Also das ist eine Zahl, die stetig steigen wird. Dementsprechend seht ihr, da bekommt man immer eine ganze Menge. Soweit, so gut. Das sind erstmal alle wichtigen Sachen, die ich dir zum Thema Skillpunkte mit auf den Weg geben wollte. Wie ist das nun? Muss man auch jetzt nun heutzutage einen Handwerkscharakter gemacht haben, um alles zu machen? Nein, ganz klar. Ich habe zwar ein sehr, sehr altes Video zum Thema Handwerkscharakter und damals war das auch empfehlenswert. Damals gab es aber auch roundabout 280 Skillpunkte. Das hat sich sehr stark verändert. Wir sind bei einer Zahl, die inzwischen fast verdoppelt ist. Ja, dementsprechend absolut unnötig. Und es gibt gute Gründe, alle Handwerke auf einen Charakter zu machen. Und was ist dieser Grund? Nun ja, es gibt ja inzwischen Housing. Das gab es damals noch nicht, als dieses Video zu meinem Handwerkscharakter erschienen ist. Das ist schon ein uraltes Video. Und Housing
vereint verschiedene Handwerke. Das heißt also, wenn ihr eine Blaupause habt zu einem bestimmten Gegenstand, kann es sein, dass dieser Gegenstand vielleicht lila ist. Dann setzt er meistens mehrere Handwerke voraus. Das heißt also, da steht dann, um diesen Gegenstand herzustellen, brauchst du bei Schmiedehandwerk Stufe 10 und bei Alchemie brauchst du als Beispiel hier bei Lösungsmittelkenntnisse Stufe 6 und du brauchst bei Versorger noch zusätzlich Rezeptverbesserung Stufe 5. Kann sein, kann passieren. Das steht dann da drin in der Blaupause. Das heißt also, bestimmte Blaupausen, desto höher die in der Qualität sind, grün, blau, lila, gold, desto wahrscheinlicher ist es, dass man verschiedene Handwerke miteinander kombinieren muss, um sie herzustellen. Es lohnt sich also, alle Handwerke auf einen Charakter zu machen. Meine Empfehlung an euch ist also, nehmt euch einfach euren Hauptcharakter, mit dem ihr eh schon am meisten unterwegs seid, macht auf den alle Handwerke, die es gibt, auch Schmuckhandwerk, denkt dran, holt euch das aus Auridon, Somerset beziehungsweise Alinor ab. Das Schmuckhandwerk bekommt man an einer speziellen Stelle. Gut, aber ich denke mal, das waren erstmal alle wichtigen Informationen, die für euch relevant und wichtig sind. In diesem Sinne, wenn ihr noch weitere Charaktere habt, macht auf denen gerne auf jeden Fall auch die Handwerke, um dann zum Beispiel solche Sachen wie Handwerksquests zu machen. Und wenn ihr Bock habt, weitere Informationen über Handwerksdailies zu bekommen und warum man da so viel Gold mitbekommen kann, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, denn dann mache ich da zukünftig natürlich gerne mal ein Video dazu. In diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch. Vielen lieben Dank für euren Support und fürs Einschalten. Ich bedanke mich an meine großen Unterstützer, und zwar Hitzen89, Alexander Höger, ich kann nicht mehr lesen und reden auch nicht mehr offensichtlich, Dela Cruz, Caro, Mike Thompson, Nelson, M.H. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß bei der M-Card. Haut rein. Du musst abonnieren und die Glocke aktivieren. Oh was? Wir sind noch live auf Sendung? Oh Mann, warum sagt mir das denn schon wieder keiner? Du möchtest noch mehr zum Thema erfahren? Gleich oben rechts findest du ein von YouTube für dich vorgeschlagenes Video. Eventuell passt es ja. Vielleicht möchtest du mich aber auch unterstützen, sodass ich unabhängig von YouTube an den Videos arbeiten kann. Dann werde jetzt Mitglied und erhalte dafür exklusive Vorteile. Wie zum Beispiel deinen Namen in meiner Endcard. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.